Auf halber Strecke zwischen Weiden und Bayreuth beginnt der Weg, der in das Dorf führt. Ringsum weite Blicke. Verträumte Orte. Ländlich, oberpfälzisch, ruhig. Früh fühlten sich Menschen von der Stille und Schönheit der Gegend angezogen und gründeten ein Kloster, aus dem ein einzigartiges Klosterdorf erwuchs. Willkommen in Speinsart. Wer den Ort im Sommer besucht, trifft oft alle auf den Beinen. Die Jugend, die Frauen und Frater Lukas, der vieles zugleich ist. Aushilfshandwerker, Kulturmanager und Novize. Die Bautafel gehört zum Klostergasthof, der gerade renoviert wird. Wie manches andere. Schon seit Jahren. Und Klosterprodukte ist soweit klar, oder? Hallo? Ist okay. Auf Kasse. Die Kasse habe ich schon alles gekriegt. Okay. Du gehst durch, du kannst auch. Was mache ich den ganzen Tag? Ich versuche einfach diesen ganzen Laden hier als Kulturbetrieb so am Laufen zu halten, überhaupt vorzubereiten, dass es läuft. Das sind viele Termine immer wieder, Gespräche zu führen mit Leuten, mit Künstlern, mit Musikern. Das ist so der Tagesablauf. Wir haben jetzt also vor 1,5 Jahren mal angefangen mit dem Ganzen hier. Hier eine internationale Begegnungsstätte zu betreiben. Ja, und im Grunde genommen hat man die ganzen Renovierungsarbeiten daraufhin auch auf den Weg gebracht. Wie es im Kloster bis vor kurzem aussah, erahnt, wer den Südtrakt gegenüber betritt. Pater Benedikt ist gerade auf dem Weg dorthin. Wir sehen hier den Zustand des Klosters, in das ich eingetreten bin vor 30 Jahren. Das war das Zimmer von Pater Sales, der ist hier gestorben. Und im Nebenraum war unser Speiszimmer. Und da gehen wir rein. Wieder ein bisschen Acht geben. Da ist jetzt ein Holzlattengewölbe. Ach, jetzt haben sie doch abgebrochen, die Lumpen. Das erste Mal, wie ich in Speinsart war, das war zwischen Weihnachten und Neujahr im Jahr 2007. Eine Fahrt in die kalte, karge, damals menschenleere für mich, menschenleere Oberpfalz, in dieses Kloster Speinsart, um eben zu gucken, ob das vielleicht ein Ort sein könnte, ja, an dem ich mir vorstellen könnte, mein ganzes Leben zu verbringen. Und nach diesen ersten Tagen, wo ich hier war, dachte ich eigentlich, der Ort ist es nicht. Vier Patres bewohnten damals den 80-Zimmer-Konvent, in dessen Zellen alte Ölöfen standen, ohne fließendes Wasser. Es war halt auch damals abschreckend. Es war eine damals relativ alte Gemeinschaft. Also es waren keine jungen Mitbrüder da in dem Sinn. Es gab wirklich eine Perspektive für die Zukunft für dieses Kloster. Es war diese Idee da, eine Begegnungsstätte aufzubauen, aber über all dem ist die Frage geschwebt, wie soll das funktionieren? Der jüngste Chorherr war über 60, ähnlich alt wie das Mobiliar. Als ich kam, war gerade der zweite Bauabschnitt fertig. Der dritte Bauabschnitt war voll im Gange. Es gab keinen richtigen Eingangsbereich zum Kloster. Die Fußböden waren aufgerissen. Es haben Zwischenwände, Zwischendecken teilweise gefehlt. Man hat viel Fantasie gebraucht, um sich überhaupt was vorstellen zu können von dem, was da mal entstehen soll wieder. Die Gesamtbauzeit? 20 Jahre. Aber es ist dann doch irgendwas sehr erwacht in mir, eine Liebe zu diesem Ort. Weil ich für mich erkannt habe, dass das der Ort ist, an dem ich leben möchte. Und dass es vor allem ein guter Ort ist, wo sich ja, was entwickeln kann, auch für die Zukunft. Und daran hat sich ehrlich bis heute, 5 Jahre, nachher nichts verändert. Im Gegenteil, es bleibt und wächst weiter, dieses Feuer, diese Leidenschaft für diesen Ort. Sagt etwa der Bürgermeister, schlief Speinsart jahrzehntelang den Dornröschenschlaf
abgelegen am eisernen Vorhang und unberührt, wie ein vergessener Schatz. Klosterdorf Speinsert ist ja ein sehr altes Dorf, historisch wertvolles Dorf. Weil Speinsert lange Zeit unsicher war, ob es eine Zukunft hat. Naja, da waren halt eine Reihe von Gebäudlichkeiten, die waren also im sehr schlechten Zustand. Es waren die ersten Gebäudlichkeiten, die waren also wirklich gedroht haben einzubrechen. Und die Einwohner sind also lieber in die Siedlung gezogen, als in Speinsert was zu tun. Ähnlich ist es mit dem Kloster gewesen, weil kein Nachwuchs gekommen ist. Und insgesamt war also die Zukunft nicht sehr rosig. Und dann ist also vor 25 Jahren der Anstoß gekommen. Die Gemeinde hat gesehen, da muss was geschehen. Und es sind eine Reihe von staatlichen Behörden auf Speinsert aufmerksam geworden. Und man also gesehen hat, da ist ein Juwel in der nördlichen Oberpfalz, das erhalten werden sollte. Und seitdem haben also die meisten saniert. Das alte historische Dorf zeigt sich jetzt in einem neuen Kleid und ist auch wunderschön geworden. Das Dornröschen ist aufgewacht, sagt Albert Nickel. Und es pulsiert das Leben. Zum Beispiel in der Klosterküche. Bei Rita Raps und Jutta Buntscherer. Oder bei Rita Wiesent. Danke, ja. Servus. Im Büro, das den Seminarbetrieb organisiert. Oder in der Bibliothek, dem Reich des Priors, der sich gerne in die Geschichte vertieft, zwischen Büroarbeit und Seelsorgetermin. Ich darf kurz rangehen. Und bei ihm. Vater Lukas, Kloster Speinsert. Dem Leiter der Kulturmaschinerie. Zwei neue Novizen sind zudem eingetreten. Und die übergeordnete Abtei hat einige Aushilfschorherren geschickt. Wie Pater Andreas. Peter Nasser ist der jüngste Zugang, der künftige Klosterwirt. 3 Monate noch, dann ist Eröffnung. Seit 2012 ist die internationale Begegnungsstätte von Speinsert in Betrieb. Ja, wir sind hier im Musiksaal des Klosters, eigentlich der Festsaal unseres Klosters, der jetzt vor wenigen Jahren aufwendig restauriert worden ist. Strahlendes Rokoko ziert Wände und Decken, wo früher zeitweise ein königliches Forstamt und später ein Altersheim war. Ein Abstellraum, ein Stuhllager für den Musiksaal, eben für die Veranstaltungen, die wir draußen anbieten. Ganz praktisch dafür, aber eben doch noch ein Relikt aus alten Zeiten. Die Ausstattung stammt aus der Blütezeit des Klosters, als die Prämonstratenser Abtei das geistige und kulturelle Zentrum der Gegend war. Ja, hier sind wir jetzt in der Prälatur, die ehemalige Wohnung des Abtes. Dieser Raum hier war das Arbeitszimmer des Abtes. Gewesen mit einem wunderschönen Deckengemälde, auf dem das Thema der Gastfreundschaft hier zu sehen ist. Kurpfälzische Gesandte gingen darunter ein und aus und Vertreter der Bayreuther Markgrafen. Und schließlich hier als letzter Raum dieser Suite das Schlafzimmer. Und große Unternehmen, Firmen sind hier und machen Klausurtage. Und gerade dafür wird diese ehemalige Prälatur sehr gerne gewählt, weil es wirklich ein sehr zurückgezogener Ort ist mit Stille. Noch wird die Ruhe des Ortes allerdings gelegentlich gestört. Von Speinsert, der Baustelle. Georg Zunner, der Architekt, ist da zum wöchentlichen Jour fix. In die alte Klosterwirtschaft soll bald ein modernes Restaurant einziehen, mit angeschlossenem kleinem Hotel. Das Deckensilien sind 4 große Felder. Von der Bodendenkmalpflege wissen wir ja, dass da Reste drinstecken von anderen Gebäuden. Aber da erinnern, wie das immer wieder umgebaut worden ist. Wir backen seit Jahren an diesem Projekt. Und jetzt wird's endlich mal. Jahrzehntelang war das historische Wirtshaus zuvor verpachtet gewesen. Dann marode geworden, dann leer gestanden.
Seitdem gab es für Touristen und Seminarbesucher außer Sonntagnachmittags nicht einmal eine Tasse Kaffee. Die Küchenabstimmung, das wird sicherlich so sein, mal den ganzen. Ich sehe natürlich die Belastung, die auf uns zukommt. Es ist natürlich auch für uns eine völlig neue Situation. Auch für mich. Ich habe auch noch nie einen Gasthofbetrieb geleitet oder begleitet. 80 Restaurantplätze, 28 Gästebetten, die es zu füllen gilt. Schon demnächst. Es gibt eine Stimme im Hintergrund, die zuversichtlich verkündet, dass das September, oder? Ja, nee, das scheint auch realistisch. Und der Architekt sieht in dem neuen Wirtshaus bereits eine Art Lebenselixier, das bald das ganze Dorf beleben wird. Mindestens. Ja, die Herausforderung an dem Ort ist einfach, dass dieser Ort einfach mal Leben ausstrahlt. Der wurde ja gegründet, schon ewig alt, damit hier was passiert. Dann ist er irgendwann immer wieder unterschiedlich ausgebaut worden und immer wieder verlassen worden. Und wieder besiedelt worden ist er ja auch erst wieder nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich fand es total spannend, wie man sich bemüht, seitens des eigentlichen Ortes das wieder ins Leben zu rücken. Und natürlich ist es ein wunderschöner Ort an sich selber, vom Denkmal her natürlich auch. Aber an sich selber, so klein und beschaulich wie er ist, das ist wunderschön hier. Der Klosterhof. Rund 60 Speinsharter wohnen in den früheren Ökonomiegebäuden. Im historischen Dorf, wie Bürgermeister und Einheimische sagen. Einschlägige Kunstführer bezeichnen es als Baudenkmal von europäischem Rang. Kein Umbau, kein Anbau stört die intakte Erscheinung. Ergebnis eines kollektiven Kraftakts. Namens Dorferneuerung. Es ist eine Vision gewesen, die begonnen worden ist in den 80er Jahren und im Vorgänger. Die Leute wollten zeitgemäße Wohnverhältnisse und das unter einen Hut bringen geht letztendlich nur, wenn man es saniert und dann auch mustergültig saniert. Und das war am Anfang ganz schwierig. Die Skepsis war groß. Oder im Laufe der Zeit ist die Skepsis gewichen. In der Meinung, ja, man muss da dabei sein, man muss mitmachen. Und dann war zum Teil auch sogar Begeisterung da. Und jetzt ist er weitgehend saniert. Und ich glaube, die Speinsarter sind alle froh und sehr stolz, dass sie in Speinsart wohnen dürfen. Hinter den Häusern versteckte, uneinsehbare Gärten. Wieder der Zeitlass. Sind da deine Überlegungen schon weiter gediehen, dass eben mal da hinten ein Wohnraum entsteht, in der ehemaligen Scheune oder Stall oder Schlosserei und alles, was schon war? Wir würden uns halt vorstellen, große Wohnräume mit weiten, mit weichen Flächen. Die Scheunen von Speinsart liegen uns natürlich auch am Herzen, weil die ja Teil von Speinsart sind. Wenn die Scheunen erst einmal weg sind, dann schaut es nicht mehr so schön aus. Und deswegen ist es auch gut, wenn einmal eine saniert wird und auch anderweitig verwendet wird, weil ich habe also sonst Angst, dass die irgendwann da mal verfallen und dann eigentlich sicher als Bild ein wenig für Speinsart verändern. Ja. Die Scheunen stammen noch aus der Zeit, als aus Speinsart ein Dorf wurde, ab 1803. Das Kloster war gerade säkularisiert. Und Bauern aus der Gegend kauften sich ein. Mauerverstärkung, da sind Latte so klein. Elisabeth Zeitler begann ihr Haus ab 1992 zu renovieren. Mit ihrem Sohn Alexander. Dass sich das alles verfestigt wieder. Ja, viel Arbeit sieht man da. Der große Aufwand war eigentlich erst einmal das Ganze zu entkernen. Einmal die Substanz herzustellen, dass man wieder was aufbauen kann. Die ganzen alten Putze und Fenster und Dach und was halt alles weg muss, das war eigentlich schwierig. Viel Eigenleistung, ganze Freizeit, war schon drei harte Jahre. Mm, ja, kommt mir noch länger vor als drei Jahre. Ursprünglich war in einem Teil die Klosterwagnerei untergebracht. Den anderen haben die Zeitlers Ende der 80er Jahre von Nachbarn übernommen und zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Für die Mutter und die Familien ihrer beiden Söhne. Also ich glaube, dass also wir als Privat die Häuser ja viel früher saniert haben wie das Kloster und glaube ich schon was angestoßen haben, was dann auch in Bewegung gekommen ist und ich weiß nicht, was draus geworden wäre. Wäre es vielleicht vereinsamt und ausgestorben und
auf jeden Fall wäre es traurig gewesen. Bilder aus dem Gemeindearchiv. Kloster und Dorf drohte schlicht der Verfall. Ein Samstag kurz darauf. Ja, der Klosterflohmarkt ist eröffnet. Der Konvent mistet aus und hat die Schnäppchenjäger geladen. Die ausgemusterte Vergangenheit steht zum Verkauf. Die sind ausgezeichnet für 5 Euro. 10 Euro dann bitte. Wenn man da hinter geht, Dankeschön. Ist besser. Da ist ja? Dahinter. Schauen wir mal. Da ist schlechter. Ja, die meisten Gegenstände, die wir sehen, das meiste Möbel stammt wirklich in den Räumen, die wir genutzt haben hier im Kloster, die einfach ausrangiert worden sind. Kannst du mitnehmen? Ihr Namen gerne, ja? Kannst du mir Namen sagen noch? Jawohl. 3 Euro. Wir standen ja vor der Frage jetzt hier bei uns im Kloster, ob wir die Dinge für viel, viel Geld, das wir eigentlich gar nicht haben, zu restaurieren oder einfach zu sagen, gut, wir trennen uns davor, um eben die Kassen auch ein bisschen zu füllen wieder für die gesamten Baumaßnahmen. Perfekt, okay. Dann viel Freude damit, gell? Aus der Kirche sind die. Haben wir gehört. Das sind die Kirchenlampen. Ja. Sonderpreis 50 Euro beide. Okay, danke schön. Speinshardt. Das Projekt der edlen Spender und Förderer. Ohne ihre Unterstützung, sagt Frater Lukas, wäre das Bauprogramm nicht zu realisieren. 6 Stunden danach. Morgen haben wir nicht frei. Morgen heißt es hier wieder aufräumen. Montag früh kommen die Handwerker, wollen weiterarbeiten hier im Klostergasthof, damit wir auch im Herbst eröffnen können. Und am Nachmittag stehen Führungen am Programm. Jede Führung strebt über kurz oder lang demselben Ziel zu, der Kirche. Speinshardts kostbarster Preziose. Ein Werk der Brüder Dinsenhofer, das kraftvoll seine frohe Botschaft verkündet. Architektur verschmilzt in Stuck, verschmilzt in strahlend leuchtende Gemälde. Barock in Perfektion, das die Kunstsinnigen anzieht. Jedes Wochenende. Ja, da ergeben sich auch manchmal lustige Situationen, gell? Es sind schon das ein oder andere Mal gefragt worden, ob wir hier Angestellte sind oder wann das Museum wieder eröffnet, gell? Mhm. Ja, und dann erklärt man ihnen halt, dass es hier Privateigentum ist und wir hier privat Haus an Haus mit den Nachbarn leben. Dann ja, sind die meisten eigentlich interessiert dran und wollen auch wissen, wie wir so leben, ja? Ja, also ich habe von der Nachbarin schon gehört, dass bei ihr halt die Leute im Hausgang stehen, wenn sie irgendwie vergisst, die Tür zuzumachen. Aber ich denke, wir Speinshardter nehmen uns trotzdem nach wie vor in erster Linie als normales Dorf und als ganz normale Familien wahr. Und das für andere Leute, dass die einen anderen Blick drauf haben, dann müssen wir uns erst noch dran gewinnen. Barbara Müller wohnt in einem Turm, auf ihre Weise. So, das ist mein Badezimmer. Klein, niedrig und rund. Ja, war früher immer Kartoffelkeller und mir gefällt's gut. Eine Besichtigung über 3 Etagen. Ja, und das ist das eigentliche Turmzimmer. Da habe ich jetzt ein rundes Schlafzimmer, ungewöhnlicherweise. Es war ja im Mittelalter eben der Wehrturm. Im Mittelalter war der wohl auch nicht allzu viel höher als jetzt, aber zumindest hatte er ein schönes Spitzdach. Und im Barock haben sie den halt wahrscheinlich etwas abgetragen und dann das Dach so drüber gezogen, sodass er jetzt fast eingebaut ist. Jahrelang brütete sie mit ihrer Familie über dem alten Gemäuer. Wir wussten, das Gebäude steht unter Denkmalschutz, man kann es nicht einfahren lassen. Also muss man Geld investieren. Und dann ist natürlich die Überlegung, ja, wenn man diesen Schritt anmacht, dass man dann hinterher irgendwie wieder bloß das Gartenwerkzeug drin unterstellt, ist dann blöd. Und dadurch haben wir dann eben das Überlegen angefangen, überhaupt das auszubauen. Und natürlich ohne den Zuschuss vom Denkmalamt und von der Dorferneuerung war es auch niemals möglich, so ein Haus herzurichten, weil wenn es da dann natürlich die Kosten im Verhältnis zu den Quadratmeter setzt, ist ja das mit samt dem Zuschuss noch ein teurer Spaß.
Also insgesamt gebaut haben wir ja fast 10 Jahre. Oben im Dach, da war ja nur ein Bretterverschlag, da hat es ja überhaupt keine Wand gegeben, weil ja das im Frühjahr alles zusammengekehrt hat, bis 1803. Es atmet Geschichte. Und es sind halt einfach diese besonderen Wohnsituationen. Also, ja, ein Neubau mit rechtwinkligen Zimmern, der wäre natürlich viel einfacher zu möblieren, aber andererseits kann man halt da auch was ganz Besonderes machen. 10 Jahre und aus einem etwas groß geratenen Abstellraum ist eine intime Wohnung geworden. Gegenüber, bemerkt der Prior in 18 Jahre lang geduldig erprobtem Amüsement, dauern die Bauarbeiten schon deutlich länger. Es geht seit 1995, man gewöhnt sich. Man muss jetzt eher Bedenken haben, wie man sich fühlt, wenn keine Renovierung mehr ist. Großes Problem war die Statik. Ich sag's mal als Laie, die Dachfüße sind abgefault. Das Dach schiebt nach außen, drückt die Mauer nach außen. Das Gewölbe steht irgendwann in der Luft. Das ist dann noch nicht dramatisch, aber natürlich bedenklich. Aber da müssen wir jetzt sauber durch, das hilft nichts. Und wir hoffen, dass dann auch auf Dauer natürlich funktioniert. Wir haben wirklich Räume aus dem 18. Jahrhundert freigelegt, wo man, wir würden die Farbe heute pink nennen, wo alle aufgehenden Wände einschließlich des Gewölbes in dieser Schmiere gepinkt waren. Eine etwas grässliche Vorstellung für mich, in so einem Raum zu leben. Vielleicht ist auch pink nicht meine Farbe, ich weiß es nicht. Okay, das ist das einzige Beispiel, was noch für uns erhalten ist, wo man eine Decke wirklich sehr kunstvoll bemalt hat, auf blauem Grund. Und dieser Raum war offensichtlich noch nicht überstrichen. Was daraus wird? Also die Frage ist immer zweierlei. Ne? Die Frage ist erstens, welches Konzept hätte man gerne? Und das zweite ist, kann es bezahlen? So, aber jetzt machen wir dicht. Da die Blümchen, schauen Sie mal dahin. Und dann geht der Prior wieder. Zeit für ein kurzes, zurückgezogenes Mittagessen im Konvent. Neun Prämonstratenser leben wieder in Speinshardt, das mitten in der Veränderung steckt, sagen die Novizen. Johannes Bosco und Corbinian. Wenn Feste sind, wenn Events sind, ist das ganze Dorf auf den Beinen. Also wenn ich da an unsere Klosternacht denke, die wir ja letztes Jahr mal probiert haben und heuer nochmal, was da die Dorfgemeinschaft, die Vereine mitgearbeitet haben. Die beiden gehören seit wenigen Jahren dazu. Das Klosterdorf selber muss manchmal sehr viel mitmachen. Also wenn halt dann wieder alles zugepackt ist, wenn halt große Konzerte sind. Und ist klar, dass dann Rambazamba ist. An solchen Tagen sind viele eingespannt, speziell beim größten Fest, der erwähnten Klosternacht. Über Monate ziehen sich jeweils die Vorbereitungen. Der Festtag selbst verläuft nach Generalplan. Imbissstände sind vorzubereiten. Von der Klosterküche. Und ihren Helferinnen. Die Dorffrauen sind immer mit von der Partie. Und Flyer, Bühnen, Stühle, Sanitäter sind zu organisieren. Inklusive Großreine machen. Auch auf der Baustelle, die sich diesmal in anderem Licht präsentieren will. Der Hausmeister, die Köchinnen, alle hantieren, schleppen. Und auch die Speinshardt-Jugend ist da. Freiwillig. Im Zweischichtbetrieb. Mindestens 1000 Besucher werden erwartet. Oder auch 2000. Zu Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Meditationen. Vor romantischer Festbeleuchtung.
Dafür sorgen die Bewohner. Pünktlich mit Einbruch der Dämmerung, wenn Speinzart, das Klosterdorf, zur Festmeile wird. Durch die sich Heerscharen beeindruckter Besucher drängen. Vor dem zierlichen Kulissenprospekt des Barock. Am nächsten Tag herrscht wieder Ruhe im Dorf. Die Georg Müller sogleich für ein wenig Instandsetzen am alten Richterhaus nutzt. Seit 6 Generationen lebt seine Familie darin. Ja, das Kloster hat sich auch total verändert. Es öffnet sich heute ein bisschen, das Kloster jetzt, im Gegensatz zu früher. Und durch die Begegnungsstätte sowieso. Es kommen viel mehr Leute auf Speinzart. Im Grunde war das Kloster zuvor eine Art riesiges Prälatenhaus, dessen einziger zugänglicher Teil das Pfarramt war, erzählt Gabi Müller, die Ehefrau, die aus einem Nachbardorf stammt. Die Patres kennt auch sie seit klein auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Dorf und das Kloster, das gehören irgendwie, die gehören zusammen. Das untere noch? Das untere ist noch, ja. Ich kann mir das früher war es zwar ganz getrennt, also hat man mit dem Kloster nicht so viel zu tun gehabt, aber mittlerweile durch unsere Konzerte und ja, kann man im Kloster halt auch ein- und ausgehen. Und ich finde das schon schön. Speinzart und die Speinzarter. Eine ganz besondere Liaison. Ich meine, Speinzart ist ja ein kleines Dorf. Und wenn sich dann im Kloster was tut, sind dann die Speinzarter voll mit dabei. Vom Handwerklichen her kann mein Mann dann ab und zu mal helfen, mal mit umräumen. Wenn wir gebraucht werden, wenn da hinten irgendeine Veranstaltung ist. Und wir machen halt im Service, also ausschenken dann nach einem Konzert. Begegnung ist ja da groß geschrieben bei uns nach dem Konzert. Und ohne freiwillige Helfer oder ehrenamtliche Helfer könnte das Kloster ja nicht machen, weil kann die Kräfte nicht bezahlen. Auf der Baustelle im Wirtshaus läuft derweil der Innenausbau an. Und das Kloster bereitet sich vor auf seine wiedergewonnene Rolle als Gastgeber. Wir werden halt hier Arbeitsplätze schaffen, was auch ein positives Signal ist. Diese Menschen müssen bezahlt werden. Und die große Preisfrage ist, ob wir es hinbekommen, durch einen ordentlichen Service, durch ein ordentliches Angebot und durch eine zahlreiche Kundschaft, dass das Ganze sich zumindest zu einem Nicht-Verlustgeschäft rechnet. Provisor und Wirt trifft man derweil über Prospekten vertieft, in die Bauherrenqualen der 1000 Entscheidungen. Das Kassensystem muss ja dann ein Hotelprogramm, das muss alles eingerichtet werden, dass also alles auch dann am Server läuft, dass das mit der Buchhaltung halt dann auch funktioniert. Ja, natürlich, welche Kaffeemaschine nimmt man, welchen Kaffee, welchen Wein, welches Bier, ja, ja. Welchen Koch, den haben wir jetzt Gott sei Dank schon. Seit heute? Ja. Also es gibt gut zu tun, ja. So wie drüben im Konvent. Waschen, kochen, abspülen. Ab 6 Uhr früh, weil die Chorherren ihren eigenen Rhythmus leben. Den des Mönchseins. Das morgens meditativ mit der Laudes beginnt. Und des Pfarramtes, das oft spät in irgendeinem Nachbarsdorf endet. Unten in der Kirche ist indes Pater Hermann, der leitende Abt aus Winsberg, eingetroffen. Seit Jahren schiebt er den Wandel mit an. Speinzart ist natürlich ein Ort für mich, der jetzt durchaus in Aufbruchsstimmung ist.
hier war ja, sagen wir mal, einerseits die Bereitschaft da, das Kloster wieder zu renovieren und zu restaurieren. Und dann war natürlich klar, also ja, restaurieren ein Kloster, aber mit welchem Zweck, mit welchem Ziel? Also wenn da niemand drin wohnt oder wenn da nichts stattfindet oder wenn da keine Menschen irgendwo auch sich begegnen können, nur ein Museum zu renovieren, das bringt's ja nicht. Also das war sicher mit ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, ja gut, dann werden wir uns als Orden engagieren und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt, diese Gemeinschaft zu verlebendigen, zu verstärken. Und wir werden sehen, wir glauben ja auch an die Auferstehung, wenn so eine Gemeinschaft, also wirklich, wenn es der Herr will und es fügt, dann wird hier auch wieder was Neues wachsen. Zweimal, sagt der Abt, wurde Speinshardt in 850 Jahren schon aufgehoben und zweimal wieder besiedelt. Zuletzt 1921. Mehr als zu fünft waren die Patres seither aber nie. Wenn ein Konvent überaltert ist, und das waren wir, dann ist das für einen jungen Menschen grundsätzlich ein Problem, diese Schwelle zu nehmen. Er tritt in den Konvent seiner Väter und wenn es schlimmer kommt, in den Konvent seiner Großväter ein. Das ist zunächst mal ein Schreckensbild. Das ist normal. Wenn dann einer den Schritt wagt und bleibt, ist das für die Nächsten, die sich interessieren, bereits eine bedeutend niedrigere Schwelle. Ich war jetzt der Erste, der hier wieder in Speinshardt eingetreten ist. Ja. Wie war's? Es ist nicht indiskret, ne? Für mich war es spannend eigentlich auch. Vor allem auch spannend, die letzten Jahre so zu sehen, was sich hier in Speinshardt verändert hat, getan hat. Jetzt nicht nur baulich, sondern wirklich auch in der Gemeinschaft. Ja, was blüht auf? Es sind junge Mitbrüder da. Es sind jetzt drei junge Fratres, die hier ihre Ausbildung genießen, die schon studiert haben oder jetzt dann das Studium beginnen. Und ich bin ja mitten im Studium. Ja, bei mir war es jetzt eigentlich nicht mehr so überaltert. Ich denke schon, dass dieser Problem ist, wenn einfach eine Generation fehlt. Weil einfach die ältere Generation zu einer ganz anderen Zeit geboren wurde, sind auch Kinder ihrer Zeit. Und dann kommt dann halt eine jüngere Generation, praktisch die Enkelgeneration. Das ist halt ein großer Unterschied dann. Einmal am Tag treffen sich die Patres zur Contemplatio, zum Leben in der Stille. Sofern die Actio, ihr Leben draußen, Termine freilässt. Draußen wartet schon Georg Zunner, der Architekt, an der mit Planen verdeckten Schauseite der Abtei. Okay, dann machen wir jetzt mal quasi die obere Achse, so wie es vorgegeben ist, durch. Ja. Die untere machen wir verkürzt bis zu den alten Ankerplatten. Der Südflügel ist der älteste Trakt und der letzte, der noch auf das Ende der Instandsetzung wartet. So, aus der Küche ins Refektorium. Ja, also hier sehen wir jetzt eigentlich total spannend, das erste Mal wieder den eigentlichen, so wie es vom Erbauer gedacht war, Raumeindruck. Das war ja hier in meinem Pferdestallung auch eingebracht, in den kleinen Bereich, wo ich jetzt stehe. Wo die Wand hier sich noch abdrückt, oben drüber war quasi eine Stallung drin. Da haben sie eine Tür reingebrochen für Pferde. Und jetzt haben wir das wieder geöffnet und haben es eigentlich wieder sehr gut rekonstruieren können. Denn wir haben ja immer noch die Originalputze drunter und wir müssen ja auch die wiederum versuchen, sichern, retten und wieder, wenn es geht, hervorbringen. Also das denke ich mal so 1,5 Jahre hier noch drin. Einer der Räume nebenan diente zeitweise als Feuerwehrgerätehaus. Daseinsabschnitte aus der Geschichte eines Klosters. Musik.
Auch im Dorf steht noch ein Haus, für das es große Pläne gibt. Vom Bürgermeister Albert Nickel. Das ist also nur eines der wenigen Gebäude, das noch auf die Sanierung wartet. Es hat ja historisch gesehen sehr verschachtelte Eigentumsverhältnisse im Klosterhof in Speinsack gegeben. Das heißt, nach der Säkularisation ist versteigert worden, das gesamte Dorf. Und haben also dann einzelne Wohnungen, nur zwei, drei Zimmer sind also bestanden, die einzelnen Wohnungen. Da war der Nachbar oberhalb ein anderer wie links oder rechts. Vor der Säkularisation war das Haus wie die übrigen Teile des großen Klosterguts, das bis in 30 Kilometer entfernte Dörfer reichte, mit Bäckerei, Schmiede und Ställen. Und da in der Tordurchfahrt ist also jetzt noch so, dass die Tordurchfahrt genau in der Mitte geteilt ist. Die Treppe ist also direkt über dem Tor. Und das war vielleicht nicht optimal. Ist normalerweise gehört zum linken oder zum rechten dazu. Aber das ist halt historisch gesehen noch so. Seither gibt es deshalb auch mehrere Haustüren, die ins Innere führen. In die Räume im Erdgeschoss gelangt man nur durch die kleine Seitenpforte. Die ursprünglichen Eigentümer, die sind weggezogen, haben das dann veräußert an die Teilnehmergemeinschaft Speinsack 2 vor gut 10 Jahren. Und seitdem ist also nichts mehr geschehen. Da sieht man halt die besonderen Schäden, wenn an allen Gebäudlichkeiten sind. Salpeter. Es ist natürlich aufsteigende Feuchtigkeit immer ein Riesenproblem. In dem Gebäude sind auch strukturelle Veränderungen passiert bei der Erbauung. Also da waren also da nur Pfeiler drin. Das war also ein großer Raum und später sind also dann verschiedene Wände eingezogen worden. Ich kann mir also wirklich wunderschön vorstellen, wenn das Gewölbe dann wieder hergestellt ist und diese Pfeiler wieder heraus sich kristallisieren. Also das ist wieder ein wunderschöner Raum. Ich stelle mir natürlich vor, dass das vielleicht auch mal als Trauungszimmer der Gemeinde Speinsack wird. Also an dieser Stelle werden dann junge Paare vermählt. Ich kann mir vorstellen, das ist also ganz was Besonderes in den historischen Gemäuern des Klosterhofes in Speinsack. Vielleicht gibt es für derlei Anlässe bald ein Speinsack-Package. Heiraten mit Klosterkonzert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich natürlich, dass Sie in einer so großen Zahl heute Abend hierher zu uns nach Speinsack gekommen sind. Zu diesem Benefizkonzert für die Gesamtsanierung der Klosteranlage Speinsack. Das Salonorchester Neustadt an der Waldnaab ist da. Ein Ensemble von 50 Laienmusikern aus der halben Oberpfalz, das grundsätzlich gagenlos für wohltätige Zwecke spielt. Gegeben wird ein Potpourri aus Verdi und Offenbach mit dem üblichen Spendenkorb am Ende. Wegen der gewaltigen Gesamtkosten für das Großprojekt Klosterrenovierung. €500.000 fehlen noch immer, zur großen Sorge der Patres, deren finanzielle Situation ohnehin angespannt ist, solange die drei Novizen studieren. Was außerdem fehlt, sind 6 Wochen später im Klostergasthof 1000 letzte Handgriffe und die halbe Möblierung. Alle Schreiner, alle Mitarbeiter sind anwesend zum Eröffnungscountdown. Das ist der Kriege ja noch im Herzkasten. Das brauchen wir unbedingt, dass wir diese Sachen fertig haben, die halt bitte sauber ausschauen müssen. Das sind halt im Prinzip die ganzen Randfußbereiche. Garderoben haben wir zum Beispiel jetzt auch noch keine, aber da haben wir doch jetzt locker 20 kleinere Punkte, oder? Wann fangen Sie denn mal an? Um 7 sind wir da. Ich würde mal sagen, wir haben nicht einmal noch 24 Stunden und haben so viel Holzbretteln, dass wir den ganzen Wald umnageln müssen. Aber. Ja, das wäre gut, ja. Nee, jetzt kommt in einer Stunde oder in einer halben Stunde kommen jetzt die Tischstühle, die brauchen wir noch. Aber das schaffen wir alles, glaube ich nicht. Aber es wird so ausschauen, dass die wenigsten erkennen, dass noch was fehlt. Immerhin, im Hotelbereich trocknen gerade die neuen Farben.
hat lang gedauert. Und selbst die Betten sind getestet. Von einer Geburtstagsgesellschaft zur Generalprobe. Mit Zufriedenheit. Also wir freuen uns wahnsinnig, dass es fertig wird. Ich muss sagen, das ist das schönste Ereignis seit meinem Amtsantritt vor 17 Jahren als Bürgermeister, dass die Klostergastwirtschaft jetzt fertig wird und damit einfach mehr Leben in Speinsort reinkommt. Eine halbe Stunde später ist auch die lang erwartete Lieferung eingetroffen. Aus Italien. 20 Stunden noch für 20 Tische, 80 Stühle. Und anderes. In der Mitte der umlaufende Gang, also wenn es. Servus. Da haben wir jetzt die zwei leichten Weizen und den O-Saft drauf. Und jetzt sehen Sie beide Tische nebeneinander und entscheiden, was zahlt denn der Gast. Außerdem gilt es, das Personal einzuweisen. In die endlich zum Laufen gebrachte Computertechnik. Und mit dem Kochen zu beginnen und später alles wieder sauber zu machen. Und vieles mehr. Punkt 18 Uhr am nächsten Tag ist selbst der Bauschutt im Klosterhof beseitigt. Die Spannung löst sich und es gibt Sekt. Danke, dann sehr. Zehntausende Besucher zählt Speinzart das Gesamtkunstwerk inzwischen jährlich. Ergebnis von 30 Jahren Arbeit plus staatlicher Förderung. Den Rest vollbrachte die schiere Passion. Scherben klirren, die für den Aufbruch des Barockdorfes Glück verheißen. Dann geht es zum offiziellen Teil. Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen in unserem neu restaurierten und komplett neu gestalteten Klostergasthof in Speinzart. Ich glaube, mit dem heutigen Tag geht ein lang gehegter Wunsch vieler Bürger in Speinzart in Erfüllung, aber nicht nur das. Die Gaststätte war ein großes Unterfangen für uns, auch finanziell, so einen Betrieb aufzubauen jetzt. Und wir hoffen halt, dass er auch was zurückkommen lässt, damit die gesamten Sanierungsarbeiten am Kloster überhaupt auch weiterlaufen können. Jahrelang haben der Bürgermeister, die Patres, die Speinzarter auf diesen Tag gewartet. Und nun? Sie sehen hier die Stühle im Chorgestühl. Schön ist es natürlich, wenn das mal voll würde. Aber ich bin jetzt nicht vermessen und bin auch realistisch. Aber ich denke, wenn ich, sagen wir mal, so ein Konvent, sagen wir mal, zwischen 10 und 15 in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, sagen wir mal, anwächst, dann ist das schon sehr positiv. Durch das, dass jetzt das Kloster offen ist und durch die Begegnungsstätte, wird es vielleicht das Dörfliche schon ein bisschen verlieren. Aber das Kloster lebt ja irgendwann einmal davon. Und ein Dorf muss sich halt auch weiterentwickeln, weil wenn man still bleibt, dann ja, hat es halt keine Zukunft. Ne? Ja, wo wir hinwollen, schauen wir mal, ja, wo es hingeht. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir ja, hier als Raum wahrgenommen werden, als Kloster wahrgenommen werden, wo Menschen hinkommen können, um einander zu begegnen. Im Glauben, in der Kunst, in der Kultur. Und wenn es das gelingt, dass wir Menschen begeistern können hier bei uns, dann sind wir am Ziel. Dann stoßen die Patres, der Bürgermeister, die Speinzarter an. Auf dieses wiedererweckte Dornröschen. Und seine Zukunft.